Hallihallo, ihr Lieben. Ich habe eine weitere Post bekommen und zwar von der lieben Doris von dem Instagram-Kanal Ich liebe alles, was glitzert. Und da schauen wir natürlich zusammen rein. Schaut mal, wie niedlich das hier schon aussieht. Ich habe natürlich schon wieder aufgeschnitten, damit das nicht so lange dauert. Und ja, ich werde jetzt, wie mache ich es jetzt am besten? Aus Platzgründen. Ja, ich werde erstmal alles rausholen. Genau so mache ich das. Und dann wieder in den Karton reinlegen. Ich glaube, das ist die beste Variante heute, weil kein Platz hier. So, oh, da ist so viel drin. Oh, ich sehe schon Aussteinsteilchen. So, hier ist noch so eine schöne Serviette mit so Flamingos. Die ist auch hübsch, die behalte ich natürlich, wie alles. So, wo fange ich an? Jetzt sieht das natürlich ja nicht so schön aus, ne? Das habe ich mir jetzt irgendwie... Wir fangen an mit den Washi-Tapes. Genau, darum ging es ja auch. Wir hatten einen Tausch vereinbart. Und zwar hat sie mir diese Washis hier besorgt. Ich glaube, die habe ich mittlerweile bekommen. Die glaube nicht. Die hier auch nicht. Nein, die habe ich nicht. Die habe ich mittlerweile bekommen, ist aber nicht schlimm. Und die hier habe ich auch nicht. Also nur eine Packung hatten sie bei uns. Da habe ich mir dann gedacht, okay, nimm jetzt mit. Dann hast du sie doppelt. Ist nicht schlimm. Aber ich danke dir natürlich vielmals. Wie gesagt, die anderen habe ich nicht. Genau, so niedlich hier mit diesen Regenbogen. Also es ist wirklich ein schönes Washi-Tape. Und die sind natürlich auch sehr, sehr schön. Bei dem bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Ich verziere gerne Päckchen damit. Und ja, da ist das auch schnell alle. Und das ist halt auch richtig toll hier. Mit diesen Einhörnern. Also vielen, vielen lieben Dank für die 4 Washis. Da kann ich jetzt wieder kleben, was das Zeug hält. So, dann haben wir hier die Post mit einem süßen Häschen. Gucke ich erstmal schnell hinein. Ja, ich denke, es ist auch in Ordnung. Liebe Daniela, hier kommt nun meine Tauschpost. Ich hoffe, dir gefallen meine Sachen. Es ist einiges Selbstgemachtes dabei. Ein bisschen Halloween, yippie, und Kawaii. Ich freue mich schon auf deine Post. Ganz liebe Grüße, Doris. Genau, ich liebe alles, was glitzert. Ich denke, das ist okay, wenn ich das zeige. So, das ist die Post. Richtig niedlich, werde ich mir irgendwo hinstellen. So, erstmal hier hin, bis ich ein Plätzchen gefunden habe. Und dann haben wir hier was ganz Großes und das ist eine Leinwand. Eine Leinwand ist das. Ah, da hängen so Bonbons dran. So ausgestanzte Bonbons. Muss man ein bisschen vorsichtig hier sein, dass ich hier nichts kaputt mache. Ah, das Tütchen, schaut mal. Oh, das ist ja auch niedlich. Wo gibt es denn so eine Tüten? Cool, so Zipperbeutel mit Motiv. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber es gibt ja mittlerweile so viel und so, ja, alles Mögliche. Hier ist was abgegangen, glaube ich, oder? Hier sind halt so lauter Bonbons unten dran gemacht. Das ist echt süß. Und zwar hat sie mir hier eine Leinwand gebastelt im Halloween-Stil. Passt genau hier in mein Zimmer. Richtig toll. Sehr, sehr hübsch. Hier so wieder mit Strass verziert alles. Hier ist so ein schöner Kabu, so ein Totenkopf. Lauter Katzen. Und hier ist so eine finster guckende Fledermaus. Voll cool. Die große ist auch schön hier, der ist dicker. Hat sie hier oben noch so ein Schleifchen dran geklebt. Sehr, sehr hübsch. Kann man zum Beispiel Fotos dranhängen oder Notizzettel, was man nicht vergessen darf. Ja, das ist sehr gut. So, da kann ich mir dann immer meine Notizzettel dran machen, mit wem ich noch tausche und ne, wen ich noch keine Post geschickt habe und so weiter. Ja, die werde ich mir hier oben mit irgendwie an die Wand anbringen. Echt niedlich. Vielen, vielen lieben Dank. Sieht wirklich schön aus und ich mag ja grün und Halloween sowieso. Danke dir. Dann ist hier noch ein ganz, ganz niedliches Schächtelchen mit einem Einhorn. Richtig schön bunt. So Kawaii-Papier. Ich glaube, das ist das Papier hier vom Teddy, ne? Dieses schöne Einhornpapier. Ah, da muss ich mir auch noch einen Bogen holen. Ich hoffe, die haben den noch. Weil das ist echt so süß. Ja, da ist was drin. Lauter Bonbons. Und lauter kleine Tütchen. Also hier sind erstmal diese leckeren Bonbons, die mit diesem schönen Motiv in der Mitte.
Hier ist ein Anstecker drin. Oh, die haben auch wieder Namen, aber ich weiß es jetzt nicht. So ein Button, so ein Anstecker mit diesen süßen Kawaii-Viechern. So süß. Ach, ist das niedlich. Ich danke dir. Hier sind wieder diese tollen Tütchen. Auch wieder mit Motiv. Die gefallen mir. Die hätte ich mir auch gekauft, wenn es die irgendwo ja, geben sollte. Oh, ein Kettchen mit einem niedlichen Kawaii-Wölkchen. Süß. Schön. Hat sie hinten einfach an den Kabu so eine Schlaufe dran geklebt und dann kann man das jetzt als Kette. Das ist ja auch mal eine gute Idee, dass man eine Kette aus den Kabus macht. Also auf die Idee bin ich jetzt noch nicht gekommen. Ich mache ja immer meine Ohrringe. Das wisst ihr ja. Ne? Aber jetzt hier, ja, ich habe ja hier, wie gesagt, ja immer die. Ich zeige jetzt nochmal ein, weil der jetzt hier gerade rumliegt. Ich mache ja immer meine Ohrringe mit den Kabus. Aber das als Kette einfach mal so ist auch niedlich. Sehr, sehr, sehr süß. Ich danke dir. Dann ist noch ein Tütchen. Auch wieder so ein schönes Tütchen. Da ist noch eine Kette drin. Die lasse ich jetzt aber mal drin. Kann man ja gut sehen. Da ist so ein Charm dran. Mit so einem Einhorn. Sieht auch sehr hübsch aus. Und natürlich in rosa Farben. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist echt niedlich. Packe ich natürlich erstmal wieder rein. Ja, jetzt kriege ich das nicht mehr zu, aber das ist nicht so schlimm. Dann haben wir hier ein Tütchen und hier sind Kabus drin. Oh, das ist doch hier My Melody, ne? Der hier ist doch dieser My Melody. Oh, ist das süß und der ist so groß. Oh, ich liebe das Viech. Ja, ich sage immer Viech immer. Ich weiß auch nicht. Oh, hier ist so ein Totoro. So ein Flatback. Dann ein Häschen, ein Schleifchen, eine Rose. Oh, der ist so niedlich. Ja, da muss ich mir wieder irgendwas Besonderes mitmachen. Also den darf ich wieder nicht so weit wegräumen. Ja, eigentlich möchte ich ihn nicht verbraten, weil ich habe ihn nur einmal, aber. Ach, ist der süß. Jetzt kriege ich mich nicht mehr ein. Hier ist auch noch so ein großes Auge. Oh, so süß. Ja, also den darf ich mir auf keinen Fall irgendwie zu weit weg. Ja, ich werde ihn einfach verbasteln. Ich mach's einfach. So, dann ist hier noch ein Tütchen. Oh, was ist denn da drin? Das hier ist so eine Glückskatze. Kann man das sehen? Das ist so eine Glückskatze, oder? So eine chinesische, ich weiß nicht, so wie so diese Winkelkatzen. Als Kette? Cool. Richtig cool. Okay. Ist ja wie eine große Perle. Oh, das ist ein Armband? Ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt mal komplett rein, weil ich jetzt nicht weiß, was es genau ist. Ach, es ist so ein kleines Anhängerchen. Oh, das hänge ich mir natürlich hier wieder mit dran. Schön, das ist so eine Porzellanperle. Gefällt mir sehr gut. Ja, man mag ja auch immer so Sachen, die man jetzt noch nicht hat, ne? Oder die man noch nicht gesehen hat. Das ist ja immer besonders spannend. Dann sind hier so Stempelabdrücke und oh, schaut mal, ist das niedlich. Der Stempel ist toll. Den würde ich mir auch gern kaufen. Oder hier der Bonbon. Wie der guckt. Cool. Auch schön. Ein Kürbis. Nochmal der Bonbon. Oh, schön. Oh, die Fledermaus ist echt toll. Und der Geist. Ah, die sind alle toll. Aber wenn ich mir einen aussuchen müsste, dann würde ich mir die Fledermaus kaufen als Stempel. Wie die guckt. Ach, ist das, ich liebe sowas. Das ist trollig. So, dann haben wir ein großes Tütchen. Und zwar sind hier verschiedene Ausstand. Auch die Giraffe. Ganz, ganz, ganz verschiedene Ausstanzungen mit drin. Ich gucke jetzt natürlich mal rein, weil. Geh auf. Mal im Schnelldurchlauf schaue ich jetzt mal rein. Und gucke mir das natürlich später noch mal intensiver an. So, hier haben wir einen Schwan in zwei verschiedenen Farben. Oh, sind das schöne Stanzen. Dann hier so ein Einhorn in so einem Goldton. So metallisch hier die, tja, wer ist das gleich? Ach, Cinderella, genau. Oh, schön. Oh Gott. Oh,
Oh, das Häschen. Das ist das Häschen. Das Häschen, Sabrina. Weißt du, welches ich meine? Was ich so toll finde, wo ich nicht weiß, wie heißt denn dieses Häschen, Mensch? Ich weiß es nicht. Und Sabrina habe ich, glaube ich, auch gefragt, ne? Dich habe ich gefragt. Wie heißt dieses Häschen? Ich habe ja die Form als Molt von den Hasen, aber ich weiß nicht, was suche ich da? Wer ist das? Irgendeine Kawaii-Figur, aber wie heißt das Häschen? Ich sage immer das Häschen. Ja. Und da habe ich ja auch diese Bilder gemacht, zum Beispiel, was Sabrina ja von mir bekommen hat. So ein bisschen auf, naja, creepy kann man nicht sagen, aber doch so ein bisschen Gruselhäschen kann man damit schön machen. Also die Form ist echt toll. Ach, schaut mal, ein Frosch. Quack. Cool. Das ist ein wunderschönes Papier übrigens. Auch der Frosch. Ach, die sind alle toll. Oh, Dinosaurier. Auch in. Oh, das Papier. Ach, das sieht echt geil aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ist wirklich richtig metallisch. Oh, ist das niedlich. Ich möchte auch solche Stanzen. Oh, schön. Die sind so niedlich, diese Stanzen. Och, wie es guckt. Einfach nur trollig. Dann hier, wie so ein Lesezeichen sieht das aus. Wird es, denke ich mal, auch sein, ne? Man kann das hier so rausklappen. Auch cool. Und Sprechblasen habe ich auch noch nicht. Ah, vielen, vielen lieben Dank für diese wunderschönen Teil, also für diese wunderschönen Ausstanzungen. So, jetzt haben wir hier ein Tütchen. Was haben wir hier drin? Tütchen hebe ich natürlich wieder auf, ne? Ganz klar. Oh, gute Laune. Pflegedusche. Von Kneipp. Kriege ich natürlich jetzt nicht auf. Schere ist natürlich verschwunden. Eigentlich lege ich mir die immer daneben. Aber ja. Muss jetzt so popeln, ob ich es kriege. Ach, wo ist meine Schere? Ich sehe sie nicht. Irgendwo hier im Chaos verschwunden. Aber ich habe es so gekriegt. Dann würde ich mal dran riechen. Oh, riecht gut. Riecht nach. Ja, steht ja drauf, ne? Ich wollte gerade sagen Orange, aber es ist doch Maracuja. Riecht gut. Kenne ich noch nicht. Naturkosmetik ist das. Ja, werde ich heute Abend gleich testen. Vielen, vielen lieben Dank. Dann haben wir, ja, sieht aus wie ein Kugelschreiber, als Miezekatze. Cool. Oder? Was ist es? Das ist doch bestimmt ein Stift. Ich stelle mich ja wieder an. Ah, hier unten. Ist tatsächlich ein Kuli. Kann man das hier oben auch? Ja, man kann hier drehen. Aber da. Aha, alles klar, gut. Da ist denn die Mine drinne. Oh, das ist cool. Habe ich auch noch nicht gesehen, so ein Stift. Sieht cool aus. Der bleibt natürlich hier mit am Basteltisch stehen. Habe erst gerade gedacht, nimmst du ihn mit auf Arbeit, aber nö, den ist der vielleicht weg. Weiß man ja nicht. Also bleibt er hier. Dann haben wir hier Briefmarken. Wieso Flakes sind das? Ja, wird wahrscheinlich länger gehen, das Video, weil ich muss das jetzt einfach alles, ne, untersuchen. Und zwar hat sich ja so. Ich muss mal gucken, dass ich das auch richtig hier in die Kamera halte. Die Halterung ist ja, ihr wisst ja, kaputt, hatte ich ja schon gesagt. Oh, niedlich. Ein Einhorn. Was? Das fegt gerade. Kann man zu mir kommen? Kannst du weiter fegen? Dann hier ist eine Tomate, glaube ich. Oder ist es eine Erdbeere? Oder man kann. Ich denke mal eher eine Erdbeere. Oh, sind die niedlich. Hast du die jetzt selber gemacht oder sind die. Kann man die so, wie die sind, kaufen? Du hast die selber gemacht, oder? Würde ich jetzt mal sagen, aber ich weiß es natürlich nicht. Ach, das ist ja dieser Hund, den 20 so toll findet. Das, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt denn der? Irgendwas mit P. Pom, pom. Tja, weiß ich nicht. Po, irgendwas mit P, ne? Ja, ich weiß nur, dass 20 den so toll findet. Dann hier ist das Sternchen und das ist ein Einhorn. Also ich glaube, du hast die wirklich selber gemacht. Die sind echt niedlich. Pompoli? Nee, das war der von Diddle oder so. Pompom? Ach Mensch, ist ja auch egal eigentlich. Oh. Der. Oh, da! Die Kuh!
Und hier dieser, ja, ich sag jetzt mal böse Panda, das ist ja wieder was für mich. Ich mag ja Sachen, die so, ne? Die man jetzt nicht so oft hat. Oh, ist das niedlich. Na, süß. Kawaii. Oder Kawaii? Keine Ahnung. Ich hab's nicht mit der Aussprache. Ihr wisst, was ich meine. Ihr seht's ja. Cool. Echt cool. Hier ist wieder, weiß ich nicht, ist das jetzt auch wieder das My Melody oder so? Ja, könnte sein. Dann hier diese coole Katze vom Facebook, hier von diesen, ne, die man immer im Facebook verschicken kann. Die verschicke ich immer gerne mit den Herzen, weil dann kommen immer so die Herzen hoch. Das mag ich. Niedlich. Also, die sind echt niedlich, diese kleinen Dinger hier. Drollig. Würde mich aber echt mal interessieren, oh, ob man die so kaufen kann. Oder ob du das selber machst. Hier ist so ein Kawaii-Eis. Ich hoffe, ich halte das auch alles richtig in die Kamera. Ich sehe nichts. Ach, hier ist so eine kleine Katze in so einer Tasse drin. Hier ist wieder die Mieze vom Facebook. Und wieder eine in der Tasse. Ja, das werde ich natürlich dann auch wieder hier reinpacken. Ansonsten fliegt das hier überall rum. Dann haben wir hier ein Tütchen mit Streudeko Halloween, lauter Kürbisse. Die ist auch toll. Die habe ich schon, aber das ist nicht schlimm. So, dann war hier ein Tütchen. War das jetzt von hier oder war das von mir? Weiß ich jetzt nicht, aber ich hatte jetzt eigentlich keine Tüte hier liegen. Oder ich habe was ausgepackt und wieder nicht weggepackt. Keine Ahnung. Dann haben wir hier so ein. Was sagt mir irgendwas? Ich glaube, die gab es früher. Sind Süßigkeiten und die sind so schlapprig, ne? So jellig. Gummrig. Keine Ahnung. ja, aber ich glaube, die gab es, wo ich Kind war, schon. Irgendwas sagt mir das. Also irgendwie habe ich jetzt gerade so ein Erinnerungs. Ne? Gab es die früher auch schon? Kann das sein? Kennt die auch jemand? Ja, ich mache mir nicht so viel aus Gummitier, aber das werde ich jetzt mal testen, um eben mal rauszukriegen, ob mir da ja Geschmack oder so bekannt vorkommt. Cool. Und dann ist noch ein Tütchen mit einem wunderschönen Anhänger. Oder zwei wunderschönen Anhängern. Richtig toll. Ich dachte, jetzt ist hier die Blume des Lebens, aber es sah nur so ähnlich. So ein Ornament ist das. Ist aber trotzdem cool. Von Weitem sieht es aber aus wie diese Flower of Life. Cool. Liebe Doris, ich danke dir für deine wunderschöne Post. Ich hoffe natürlich, dass du dich auch über meine Post freust. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht, das Tauschen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüssi!